Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SmackDown vs. Raw 2007 Cheer Mode. Und wir stehen vor unserer zweiten SmackDown-Ausgabe dieser ja, herrlichen Reihe. Bevor es soweit ist, gibt es einen neuen Member für unser Roster. Den haben sich nämlich die meisten gewünscht, den Shelton. Den Benjamin wird unser letzter Superstar, den wir dann auch für 3 Monate verpflichten werden. Jetzt haben wir, man sieht es, leider keinen Platz mehr. Es wären noch ein paar Superstars drin, die auch gerne gesehen werden wollten würden. Ja, Note 1 in Deutsch ist da. Matt Hardy war da unter anderem dabei und William Regal. Irgendwann werden wir vielleicht die auch noch mit reinkriegen, aber jetzt ist das Roster leider erstmal voll. Oder was heißt leider, ne? Ist ja eigentlich schön. So. Dann wollten wir noch Rivalitäten setzen. Cash und Mysterio, das läuft bereits. Und dann die Main Event Fehde. Nämlich Winning Divas Heart ohne Team. Nein, natürlich nicht. Und zwar einmal die Hungry Challenger Fehde. Wir haben ja jetzt einen World Heavyweight Champion, nämlich Shawn Michaels und sein Herausforderer Kurt Angle, das wird unsere Fehde um den World Gürtel und ich würde sie fast bis zum Great American Bash laufen lassen, in der Hoffnung, dass 19 Wochen nicht zu lang sind. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber 8 Wochen ist mir fast schon zu kurz, aber das ist irgendwie, ja, schwierig. Ja, da ist auch ein O dran, ich schätze mal, oder so ein Kreis dran, ich schätze mal. Ja, wir machen mal bis zum nächsten Pay-Per-View. 8 Wochen. Und dann gibt es natürlich noch eine Number One Contender-Fehde, die wir dann genauso lange laufen lassen, nämlich Randy Orton und Mick Foley. Der Gewinner, klar, kriegt dann ein World Heavyweight Championship Match am Ende dieser Fehde. So, und dann haben sich noch keine Fehden rauskristallisiert. Bisher, dann lassen wir das mal so. Die letzte Show war ja... Genau. Die haben nicht so performt, alles andere hat ja gepasst. Kann ich Raw schon angucken? Nein. Okay, dann auf zu unserem Show. Wir starten mit dem Main Event, mit einem Tag Team Match dieses Mal. Das ist nämlich klassisches Booking. Wir booken nämlich den World Heavyweight Champion und einen Fädengegner zusammen, nämlich Mick Foley, die zwei Faces. Was das bedeutet, ist dann klar. Die treten nämlich an gegen Kurt Angle und gegen Randy Orton. Ich muss mir aber den Main Events da so ein bisschen schonen. Deswegen soll das auch kein Hardcore-Match erstmal werden, auch wenn sich Mick Foley dafür natürlich herrlich noch anbieten wird gegen Randy Orton. Dann möchte ich ein United States Championship Title Match booken. Und zwar riskiere ich hier mal ein bisschen was und mache ein wunderschönes Leiter-Match daraus. Und zwar war der United States Champion war Edge. Und sein Gegner, der Rob Van Dam, passt da eigentlich schon ganz gut, würde ich sagen, oder? Wenn er in den Top 25 ist, das habe ich jetzt gerade natürlich nicht im Kopf, das wäre auch verschärft. Benjamin natürlich ein super Start, aber ich glaube, wir nehmen RVD. Oder Booker T. Schwierig. Carlito wäre natürlich auch einer für die US-Kategorie. Also was den US-Title auch betrifft, sind wir auch sehr, sehr gut aufgestellt in der Midcard. Ich werde jetzt aber mal Rob Van Dam nehmen, weil... Achso, er ist ja schon drin. Ich bin doof, das suche ich lange. In der Hoffnung, jawohl, lässt sich booken. Sehr schön. Rob Van Dam, Edge, United States Championship in dem Ladder-Match. Und dann werde ich das hier mal noch machen, weil ich Rey Mysterio heute anders verbucken möchte. Einfach um ein paar Ratings zu generieren. Das ist halt nun mal so. Und zwar Rey Mysterio, Carlito
Und. Ja, ich sollte aufpassen, dass ich die sowas da. Dass ich die Karte voll kriege. Und Kane. So als Monster hier mit drin. Zack. Dann Match Nummer 3. Gibt ein normales Single-Match. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier mich nicht verbaue. Und zwar wird das dann das Debüt von Shelton Benjamin und zwar gegen Booker T. Ein wunderschönes Match, wenn ihr mich fragt. Wunderschön. So, Promo Nummer 1, Advertising Promo, dass wir ein bisschen Kohle kriegen, weil wir geben hier schon ganz schön viel aus für die Show. Dann Match Nummer 2 soll ein Cruiserweight Triple Threat werden. Das weiß ich gar nicht. Ich hatte, glaube ich, nur 3, ne? Super Crazy, Kid Cash und ich meine, ich hatte noch einen vierten. Also außer Rey Mysterio. Genau, Chavo Guerrero. Perfekt, Triple Threat Match. Der Cruiserweights, ich könnte wahrscheinlich gar kein Title Match draus booken, selbst wenn ich es jetzt gerade wollte. Ja, genau. Das ist das Problem mit dieser Top 25 Geschichte. Weswegen ich auch Rey Mysterio gegen Kid Cash noch kein Title Match booken will, weil was ist, wenn Rey Mysterio gewinnt? Dann habe ich ja nie wieder einen Normal Run Contender, bis ich die dann reinkriege. Das ist eine schwierige Sache mit dem Cruiserweight Gürtel, das sage ich ganz ehrlich. Nun gut. Aber dann haben wir noch den Opener. Der Opener wird ein Singles Match, Manager with Manager. Und zwar ein Einzelmatch zwischen Johnny Nitro und Sean Bradshaw Layfield und die jeweiligen Tag Team Partner stehen an ihrer Seite in der Hoffnung, dass JBL und Finlay hier das vielleicht sogar reißen können. Und Finlay dann auch in die Top 25 rutscht und wir dann auch endlich mit dem Hardcore-Title. Hardcore-Title wäre geil. Nein, natürlich mit dem Tag Team Title anfangen können. Jetzt muss ich nur gucken, wo ist er denn? Da, Joey Mercury, Johnny Nitro, genau. Zack. Und damit steht unsere SmackDown-Card schon und soweit ich das sehe, habe ich es jetzt aber schon wieder verbockt. Ein Match für Hardcore. Nein! Wir könnten ein Velocity-Match zwischen Big Show und Hardcore Holly booken. Und das machen wir einfach, damit die auch ja, eingesetzt werden. Damit haben wir sogar ein Velocity-Match. Schöne Sache. Und damit confirmen wir dann auch die Match-Card und jetzt gibt es hier keinen Weg mehr zurück. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich jetzt auf alles simuliere. Nicht, dass dann SmackDown auch simuliert wird, deswegen. Wir simulieren natürlich das Velocity-Match. Und Hardcore Holly schlägt Big Show. Und damit hat er sich nächste Woche aber definitiv einen Auftritt in der Main-Show verdient. Na, Halleluja. Und Rest in Peace, Big Show. So, und jetzt die Main-Show. Welches Match wollen wir denn anschauen? Da muss ich noch überlegen. Das Slider-Match wäre geil, aber auch der Main-Event wäre geil. Ich bin noch unentschlossen. Erstmal Johnny Nitro gegen Sean Bradshaw Layfield und der Gewinner ist Johnny Nitro. Ich glaube, wir werden nie Herausforderer auf dem Tag Team Gürtel sehen. Ach du meine Güte. Naja, schön. Okay. Dann muss halt JBL und Co. sich was einfallen lassen. So. Triple Threat Match um keinen Gürtel natürlich, aber die Cruiserweight Action und Chavo Guerrero gewinnt. Und der Champion ist mit dem Match dabei. Mal schauen. Shelton Benjamin bei seinem Debütmatch bei SmackDown gewinnt er dann auch gleich mal gegen Booker T und sagt, hier, ich bin jetzt da und ich habe mehr verdient. Mal schauen, wo wir ihn unterkriegen können. Dann ein schönes Triple Threat Match, Rey Mysterio, Kalito und Kane. Der Cruiserweight gewinnt. Nicht schlecht. Eher schlecht für Kalito und Kane. So, und jetzt die Frage, welches Match wollen wir anschauen und welches simulieren wir denn heute noch? Ladder Match Edge gegen Rob Van Dam oder das Tag Team Match Shawn Michaels und Mick Foley gegen Randy Orton und Kurt Angle. Ich würde sagen, wir schauen uns den Main Event an, auch wenn das Ladder Match sehr, sehr geil ist. Und ab nächste Woche verspreche ich dann, dass wir mal andere Superstars anschauen werden. Aber ich finde den Main Event tatsächlich ein bisschen spannender, weil es die zwei Main-Fäden sind. Deswegen simulieren wir das United States Championship Match und Rob Van Dam ist der neue United States Champion. Huja. Schön. Da könnte man ja fast eine Fehde draus machen. Aber jetzt schauen wir uns den Main Event an. Shawn Michaels, der World Heavyweight Champion. Mick Foley gegen Kurt Angle. Und Randy. Motherfucking Orton.
from San Antonio, Texas, weighing in at 225 pounds, the Heartbreak Kid, Shawn Michaels. Ja, und da ist er, der World Heavyweight Champion, und er hat es leider nicht für nötig, seinen World Heavyweight Championship Gürtel mit sich herumzutragen, aber erstmal bewusst das Feuerwerk abgewartet. Aber wir wissen es ja, der Champion hat seinen Gürtel natürlich immer nur bei Titelmatches dabei, was damals bei den Spielen halt leider so war, deswegen drücken wir da mal ein Auge zu. Und da ist sein Tag Team Partner, die Hardcore-Legende Mick Foley. Meine Güte, was für ein Team das aber auch ist. Ja, letzte Woche musste Mick Foley eine Niederlage einstecken gegen Randy Orton. Ne? Und jetzt will er natürlich zusammen mit dem World Heavyweight Champion, ja, Revenge ausüben. Revenge oder Revanche ist auch das Stichwort bei diesem Mann hier. Er ist letzte Woche ganz schön abgefrühstückt worden von Shawn Michaels beim World Heavyweight Championship Title Match. Und das lässt er garantiert nichts auf sich sitzen. Ja, und da ist er, der Mann, der Mick Foley letzte Woche besiegt hat, der gesagt hat, er möchte die Legende von Mick Foley nun endgültig töten und killen, und vor allem möchte er die Legende und das Hardcore-Wrestling killen, und weil er ja Mick Foley einer der letzten Veteranen ist, die noch da sind, hat er ihn sich als Ziel vorgenommen. Die Frage wird natürlich auch sein, wie kann er mit Kurt Angle zusammenarbeiten am heutigen Tag. In diesem Sinne möchte ich übrigens mal festhalten, dass diese Theme einfach tausendmal geiler ist, wie seine aktuelle. Und damit befinden wir uns jetzt beim Main Event der Show. Mick Foley und Shawn Michaels, so stehen sie schon mal sehr, sehr gut. Und es fangen also die beiden an, die letzte Woche um den World Heavyweight Championship Gürtel gekämpft haben. Und Kurt Angle geht gleich in die Offensive. Wird aber schon wieder sofort weggeblockt. Das hatten wir letzte Woche schon. Dass Shawn Michaels immer eine Antwort gefunden hat. Schöner Dropkick hier auch gleich zu Beginn. Und wieder Dritte in den Magen. Und jetzt fokussiert er sich auf den Arm. Ai. Meine Güte.
Und Kurt Angle hier hat mir wieder vorgeführt vom Heartbreak Kid. Es geht weiterhin auf den Arm und Randy Orton hilft seinem Partner hier. Und jetzt sind hier alle vier Mann im Ring. Action auf beiden Seiten. Randy Orton schlägt auf Shawn Michaels ein, während Mick Foley sich um Kurt Angle kümmert. Aufgeben kann er nicht, weil er nicht der legale Mann ist. Und Belly to Belly von Randy Orton. Der Referee muss hier mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. So, jetzt sind wieder die zwei legalen Männer im Ring. Kurt Angle steht hier als erstes auf. Das ist vielleicht seine Chance. Aber Shawn Michaels findet sofort wieder eine Antwort. So, Kräfte messen jetzt hier. Da müsste Kurt Angle eigentlich im Vorteil sein. Aber Shawn Michaels, der kennt 1000 Griffe. Der kennt 1000 Griffe. Und vielleicht sogar 1001 Wege, sich aus diesen Griffen dann auch noch zu befreien. Wieder Aufgabe-Move. Wieder rettet Randy Orton seinem Tag-Team-Partner hier. Wieder alle vier im Ring. Wieder kreuz und quer und Stich in die Augen von Randy Orton gegen Shawn Michaels hier. Und ein Schlag. Oh, jetzt ist Shawn Michaels alleine gegen zwei, weil Mick Foley den Ring verlassen musste. Jetzt hat Kurt Angle hier mal die Oberhand. Das wird er aber auch psychisch brauchen jetzt hier. Aber schon wieder, sofort die Antwort von Shawn Michaels. Nein, German Suplex. Oh, wunderschön gemacht. Und das könnte jetzt für Kurt Angle und für Randy Orton doch ein Game Changer sein. Und da wechselt Shawn Michaels mit der Hardcore-Legende Mick Foley, der sich jetzt um Kurt Angle kümmert. Naja, Missverständnis da mit dem Referee. Weiß jetzt gerade auch nicht, was die da reden. Und jetzt kommt auch Randy Orton ins Match. Und Randy Orton hat hier die Oberhand. Nein, auch Mick Foley kann kontern. Schöner Tritt in den Magen. Und was folgt jetzt? Ja, ich dachte schon, das sollte DDT folgen, aber es ist eher ein Aufgabegriff. Aber Kurt Angle hilft ja seinem Partner und ringt Mick Foley zum Boden, während sich der Referee mit Shawn Michaels abfindet. Oh, das ist nicht gut. Jetzt können sie zu zweit hier auf Mick Foley eingehen. Das ist klassisches, aber gutes Tag Team Wrestling. Oh, und da kommt ein Tag Team Move hier auch noch. Schmeißt mal einer den Kurt Angle raus. Jetzt haben die Heels, sage ich mal, alles im Griff. Randy Orton in Vorwärtsgang. Mick Foley findet aber wieder zurück ins Match. Nimmt hier Randy Orton auf die Schultern und oh, Samoan Drop. Wunderbar gemacht. Von Mrs. Foley, Baby Boy. Es kommt jetzt. Oh, der Boston Crab. Chris Jericho wäre stolz. Wieder alle vier Männer jetzt hier im Ring. Wieder verlässt Shawn Michaels den Ring als Ehrenmann, was er halt nun mal ist. Oh, schöner Dropkick hier von Mick Foley. Der hat hier jetzt Randy Orton aber gut im Griff. Seine Blicke, man sieht es, gehen aber auch immer wieder zwischendurch von, zu Kurt Angle. Davon lässt er sich ablenken. Wischer durch die Augen. Au. Oh. Backbreaker. Mein Rücken wäre sofort durch bei sowas. Und Shawn Michaels möchte jetzt natürlich auch rein und helfen. Kann er aber nicht. Randy Orton mit einem Aufgabegriff. Muss Mick Foley hier aufgeben. Naja, Shawn Michaels kommt zur Unterstützung. Aber auch Kurt Angle ist im Ring. Und jetzt sind hier wieder alle vier miteinander im Gange. Und wieder kümmert sich der Referee erstmal um Shawn Michaels und Mick Foley. Mick Foley kann hier beide mit einer Clothesline außer Gefecht setzen. Ja, das gibt's ja gar nicht. Und jetzt schlägt er auf Randy Orton ein. Und nimmt Mick Foley diese Kraft her. Und jetzt kann er natürlich auch mit Shawn Michaels wechseln. Unglaublich. Dieser Mick Foley. Als wäre er nie weg gewesen. Und jetzt mal Mick Foley und Shawn Michaels hier mit einem Tag Team Move zusammen. Ein wunderschöner Double Suplex. Jetzt sind Randy Orton und Kurt Angle hier aber in mächtigen Schwierigkeiten. Und was soll das werden? Oh, okay. Interessanter Move. Ich hatte schon die Befürchtung, er soll einen Piledriver folgen. Wieder der Wechsel. Ja, aber jetzt vielleicht schnell. Sie haben Randy Orton ein bisschen nah bei Kurt Angle in der Ecke gelassen. Ja, der Referee ist heute nicht der sauberste. Und wieder ein Griff in die Augen.
Und Randy Orton. Na, Mick Foley mit dem Konter. Und wieder ein schöner Aufgabegriff hier. Langsam wird's eng. Wieder alle vier im Ring. Und Shawn Michaels kümmert sich jetzt hier aber um Kurt Angle. Befördert diesen zu Boden und Randy Orton hat hier langsam Schmerzen. Hat sich vielleicht die falsche Legende ausgesucht. Nämlich Mick Foley mit dem harten Job hier. Eieiei. Das sieht nicht gut aus für Randy Orton. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, da klingeln die Glocken. Hier aber gewaltig. Im Hause Orton. Das tut ja schon beim Zusehen weh. Und Mick Foley hört hier gar nicht mehr auf. Das müssen Schmerzen sein, die kann man sich gar nicht vorstellen. Aber Mick Foley wartet hier zu lange. Das war die Chance für Randy Orton zu tacken. Aber das ist Mick Foley egal. Der rennt hier Kurt Angle einfach zweimal um. Mick Foley ist heiß wie Frittenfett. Ja, aber Kurt Angle kann den Dritt hier kontern, aber ja. Was soll man sagen? Kurt Angle scheint nicht in der allergrößten Topform zu sein. Seine Gegner finden regelmäßig Antworten auf sein Repertoire hier. Wieder Kurt Angle, Entschuldigung. Wieder Mick Foley im Vorwärtsgang und oh, wieder geht's für Kurt Angle auf die Matte. Aber jetzt kann Kurt Angle hier mal kontern. Und einrollen. Aber, huch, zu nah am Seil. Da wackelt das ganze Mikrofon hier. Jetzt wieder alle vier Superstars im Ring. Und wieder kümmert sich der Referee um Shawn Michaels, während Randy Orton und Kurt Angle zusammenarbeiten können. Das ist doch hier langsam nicht mehr fair. Schon wieder ein Tag Team Move. Der Referee schaut nur zu. Jetzt kümmert er sich mal um Randy Orton. Also da geht doch nicht alles mit rechten Dingen zu. Und Kurt Angle jetzt hier im Vorwärtsgang. Nein, wieder ein wunderschöner Konter von Mick Foley. Aber Kurt Angle kann sich auch hier raus befreien. Au, und ringt jetzt hier Mick Foley auf den Boden. Der kann aber mit den Füßen sich zur Wehr setzen. Close Line. Und der Wechsel mit Shawn Michaels. Der Heartbreak Kid ist jetzt wieder im Ring. Und der ist natürlich frisch. Dritt gegen Kurt Angle. Kurt Angle, wunderschöner Konter jetzt aber hier. Whip in. Au. Schon wieder auf den Rücken. Und Shawn Michaels geht jetzt hier aufs oberste Seil. Moonsault. Und der Konter. Kurt Angle zieht die Knie hoch. Und da kommt der Angle Lock. Das ist der Angle Lock. Muss Shawn Michaels hier aufgeben. Oh, da, in der Mitte des Ringes. Jetzt kommt es aber natürlich auch auf Mick Foley an. Und er hilft seinem Partner Randy Orton. Ein bisschen zu langsam gewesen. Aber Randy Orton geht hier weiter auf den Fuß von Shawn Michaels. Das ist gar nicht so dämlich. Das ist gar nicht dämlich. Das ist sogar sehr, sehr clever. Mick Foley ist jetzt hier nämlich mit Kurt Angle beschäftigt. So, und jetzt geht's hier nach oben. Und Schlagserie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und die 10 Schläge sind voll von Mick Foley hier. Meine Güte, es geht hin und her. Wenn Sie mich fragen, wer dieses Match gewinnt, ich kann Ihnen keine Antwort geben. Und oh, das muss der Referee doch sehen. Das gibt's doch nicht. Shawn Michaels kann hier gerade noch so wechseln. Whip in jetzt. Na, ich dachte kurz, er möchte Randy Orton haben, aber das hat er nur für einen Bulldog immer. Oh, Mick Foley hier jetzt. Im Vorwärtsgang. Man sieht schon, Shawn Michaels draußen angeschlagen. Kurt Angle wirkt auch angeschlagen. Kann aber hier nochmal kontern. Tritt in den Magen und Belly-to-Belly-Suplex. Das schmeißt er Mick Foley einmal durch den ganzen Ring. Oh, und da kommt Mick Foley angerannt mit dem Knie voraus. Kurt Angle wirkt jetzt hier ziemlich erschöpft. Wieder der Wechsel mit Shawn Michaels hier. Whip in die Ecke zu Randy Orton. Sie könnten wechseln. Kurt Angle möchte scheinbar aber nicht wechseln und kriegt hier dafür die Schlagserie von Shawn Michaels ins Gesicht.
Ob das so clever war von Kurt, hier jetzt nicht zu wechseln. Shawn Michaels bleibt im Vorwärtsgang. Au. Schön wieder mit dem Knie in den Rücken. Kurt Angle findet hier wieder einen Konter, aber er muss jetzt hier langsam mal wechseln. Ja, das machen Mick Foley und Shawn Michaels eben besser. Sie wechseln wieder, während Kurt Angle sich nicht darum bemüht, seinen Tag-Team-Partner einzuwechseln. Und da ist der DDT von Mick Foley. Das könnte es sein. Cover. Eins. Nein. Nein. Randy Orton hilft seinem Partner hier. So, schöner Aufgabegriff jetzt hier von Mick Foley. Das sieht nicht gut aus für Kurt Angle. Shawn Michaels greift hier aber auch gegen Randy Orton ein. Der kommt aber einfach wieder zurück in den Ring und kümmert sich hier wieder um Mick Foley. Das gibt's doch gar nicht. Referee, Referee, mach deinen Job. Und er hilft der Kurt Angle auch noch auf die Füße. Randy Orton versucht hier wenigstens Teamwork zu leisten. Bei Kurt Angle sieht das bisher immer noch nicht so aus. Der ist völlig fertig. Der muss ja langsam mal wechseln. Aber Mick Foley mit einem... Nein, Konter von Kurt Angle. Aber auch wieder ein Konter von Mick Foley. Und der zweite DDT für Kurt Angle hier. Ach du meine Güte. In die Mitte des Rings gezogen. Cover. Eins. Zwei. Nein. Wieder Randy Orton. Shawn Michaels muss hier schneller eingreifen. Aber der schlägt ja auch lieber erstmal auf Kurt Angle ein. Randy Orton mit dem Dropkick gegen Mick Foley und einen Neckbreaker hinterher. Meine Güte, Kurt Angle, du musst wechseln mit Randy, der ist on fire. Was ist jetzt hier? Shawn Michaels mit einem Sharpshooter und Randy Orton kümmert sich um Mick Foley, der Referee hat überhaupt nichts mehr im Griff. So, jetzt wieder die zwei legalen Männer im Ring. Während die anderen beiden den Ring verlassen und wieder zu ihrer Ringecke wechseln. Das Match geht schon 12 Minuten. Es ist auch absolut Main Event würdig. So, und was macht Mick Foley hier? Will er jetzt Kurt Angle aus dem Ring werfen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kurt Angle wird hier einfach aus dem Ring geworfen. Na, Mick Foley geht aber hinterher, hilft ihm auf die Füße und Randy Orton kommt da angeflogen, trifft aber auch seinen Tag-Team-Partner. Das ist ja unfassbar. Jetzt eskaliert es hier vollkommen. Jetzt eskaliert es hier vollkommen. Alle vier draußen. Randy Orton kümmert sich um Mick Foley, Shawn Michaels und Kurt Angle miteinander zugange. Die quasi gegeneinander fäden hier. Alle jetzt gegeneinander. Aber wir sind ja schon bei 7. Kurt Angle und Mick Foley müssen hier zurück in den Ring. Und Shawn Michaels wippt hier Kurt Angle in den Ring. Und bei Randy Orton Mick Foley nicht. Und bei 9 kommt er nochmal in den Ring. Das ist ja unfassbar. Was ist denn hier los? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Ich dachte kurz, Randy Orton holt sich so den Sieg für sein Team, aber Mick Foley kommt gerade noch in den Ring. Muss Kurt Angle hier aufgeben? Das wäre ja die ultimative Demütigung. Nein. Aber DDT Nummer 3 soll hier folgen. Aber Randy Orton ist schon wieder im Ring. Und Shawn Michaels eben nicht. Ja, und Randy Orton unterbricht das Cover dann natürlich sofort. Weil der Referee auch seinen Job nicht macht. Das ist Fakt, meine Damen und Herren. Das ist Fakt. Kurt Angle hat ja schon 3 DDTs einstecken müssen von Mick Foley und er steht immer noch. Das ist schon auch sehr, sehr beeindruckend. Airplane Spin jetzt hier. Ja, das wird es beiden kurz schwindelig. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir fehlen die Worte bei diesem grandiosen Tag Team Match hier. Wunderbare Clothesline von Mick Foley. Kurt Angle mit dem Griff in die Augen.
Shawn Michaels und Mick Foley wechseln, während Kurt Angle immer noch im Ring bleiben möchte. Das kann doch nicht gut gehen. Dass Randy Orton das aber auch mitmacht. Jetzt geht er in die Ecke zu Randy Orton und er wechselt. Er wechselt mit Randy Orton. Längst überfällig. Shawn Michaels wird hier auch erstmal zur Seite geworfen. Jetzt der Aufgabegriff gegen Shawn. Alle vier wieder im Ring. Der Referee hat schon längst den Überblick verloren. Schon längst. Wunderschöner Suplex von Randy Orton hier. Kurt Angle hätte sich vielleicht hier auch einiges an Ärger ersparen können, wenn er früher mit diesem Randy Orton gewechselt hätte. Jetzt aber Sprung in den Rücken und die Switchin' Music! Die Switchin' Music gegen Randy Orton! Out of nowhere! Und das ist normalerweise Randy Ortons, ja, Spezialität, out of nowhere zuzuschlagen. Aber hier Stich in die Augen gegen Shawn Michaels. Der wieder ein bisschen lange gewartet hat. Den Fehler hat er letzte Woche gegen Kurt Angle schon gemacht. Dieses Mal könnte er bestraft werden. Ah, Randy Orton stellt sich hier provokativ vor Mick Foley auf. Und mit dem Arm gegen den Kopf hier. Und noch ein harter Trick in den Rücken. Randy Orton ist jetzt dominant. Und das Cover von Randy Orton hier. 1, 2, Mick Foley. Meine Güte, gibt's jetzt hier bald mal eine Entscheidung und oh mein Gott, was für ein heftiger German Suplex von Kurt Angle hier. Da ist Shawn Michaels bitterböse auf seinen Nacken gelandet, aber der kämpft halt weiter, als wäre nichts gewesen. RKO, RKO, Cover 1, 2, Mick Foley. Das Match wird ja nie ein Ende finden hier, das gibt's ja gar nicht. Und DDT gegen Randy Orton von Mick Foley. Randy Orton ist hier out of business. Aber Mick Foley hilft ihm wieder auf die Beine. Warum tut er das? Und wann wirft der Referee hier eigentlich einmal einen raus? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Was ist jetzt? Belly-to-Belly, Sideslam und Angle-Lock? Angle-Lock! Aber direkt am Ringseil zieht Shawn Michaels noch ein bisschen weg, aber da ist doch Mick Foley gleich, der eingreifen kann. Und Shawn Michaels hat seine Hand am Rope-Break. Was macht der Referee da? Er ist meilenweit entfernt. Ich verstehe hier überhaupt nichts mehr. Ihren Tag-Team-Partner einzuwechseln, was auch gelingt. Kurt Angle kommt angesprungen. Konter von Mick Foley. Rip in. Close Line von Kurt Angle hier. Und da folgt der nächste DDT. Was macht Mick Foley jetzt? Er wechselt Shawn Michaels ein. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, wenn der jetzt zum Cover geht. Dann hat Mick Foley die Chance, hier Randy Orton aufzuhalten. 2, 3 und wir haben Sieger. Wir haben Sieger. Mick Foley und Shawn Michaels gewinnen dieses Tag Team Match. Und damit gewinnen also die Faces über die Heels. Und man muss sagen, wieder musste Kurt Angle den Pinfall gegen Shawn Michaels einstecken. Ja, das war's dann auch mit der heutigen Smackdown-Ausgabe, denn die geht jetzt schon viel zu lang, das heißt, wer wird den Battle gewonnen haben? Raw oder SmackDown diese Woche? Wie ist die Sternewertung? Das sehen wir dann erst nächste Show. Und ich glaube, Tag Team Matches wird es, glaube ich, so oft nicht geben, die wir uns zusammen anschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen
würde mich über Kommentare, Daumen nach oben etc. pp. Sehr, sehr freuen. Und was meint ihr? Welchen Superstar wollt ihr mal, ich sage mal, live kommentiert haben sehen? Schreibt's in den Chat, ich versuche euren Wunsch wahr zu machen. Bis dann, ade, wasche, euer Glorious Schwabe.